Warum liften sich künstliche Nägel? Warum lösen sich künstliche Nägel ab? Warum halten künstliche Nägel nicht so richtig? Darum geht es heute im Video. Ja, und dieses Video heute ist schon Teil 3. Wenn ihr Teil 1 oder 2 verpasst habt, dann verlinke ich den hier oben in der Infobox nochmal. Da werdet ihr immer eine Anzeige bekommen mit Teil 1 und Teil 2. Schaut euch den auf jeden Fall an. Heute geht es um Teil 3. Es geht um ja, das falsche oder unzureichende Material, was verwendet wird, um künstliche Nägel herzustellen. Tja, das Material, das verwendete Material für künstliche Nägel. Ich bin ja der Auffassung, wenn jemand gute Nägel machen kann, wenn jemand richtig gut Nägel machen kann, dann kann er mit jedem Material Nägel machen. Wirklich. Also ihr könntet mir den billigsten und schrottigsten Müll auf den Nageltisch stellen und ich würde es schaffen, damit schöne Nägel zu machen. Bin ich mir sogar hundertprozentig überzeugt und sicher. Ja. Aber, und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, wenn ich das mal mit einem kleinen anderen Beispiel vergleichen darf, wenn ihr jetzt bei einem Autorennen mitmachen würdet, ja, und ihr würdet in einem Ferrari sitzen und dieses Autorennen mit einem Ferrari machen, hättet ihr wahrscheinlich deutlich mehr Chancen zu gewinnen, weil ihr schneller wärt und besser, als wenn ihr ja dieses Autorennen mit einem alten Trabi machen würdet. Ja? So, leuchtet jedem ein. So ungefähr kann man das auch mit dem Nagelmaterial vergleichen. Ich weiß, das Beispiel ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber ich wollte irgendwas nehmen, wo jeder, der jetzt das Video sieht, sagt, ah, okay, ja, okay, da gibt es schon Unterschiede, weil mittlerweile ist der Markt überflutet. Ja? Es gibt den großen weltweiten Versandhändler mit dem großen A, Amazon, da decken sich Tausende, Hunderttausende von Nageldesignern mit irgendwelchen ja, Dumpingprodukten ein, zum Großteil aus Asien. Es gibt so ja, Online-Portale wie Wish und weiß der Teufel was, wo man überall in Asien bestellen kann. Da gibt es ja auch zahlreiche Videos von YouTubern hier, die dann mal die Produkte testen und so. Auch da kann man Nagelzeug bestellen und ich weiß, dass viele natürlich immer denken, ah, jetzt habe ich angefangen, jetzt habe ich meinen Kurs gemacht. Ich probiere erstmal mit billigem Material Nägel zu machen, denn ob ich jetzt das teure Farbgel habe oder das billige Haftgel oder das billige oder teure Modellagegel, ist egal. Es ist aber am Ende des Tages nicht egal. Und gerade wenn ihr Anfänger seid, gerade wenn euch die Routine fehlt, gerade wenn ihr permanent Haftungsprobleme habt, ja, und eure Nägel einfach scheiße aussehen, ja, gerade dann sollte man sich irgendwann die Frage stellen, ist es vielleicht nicht doch besser, mal ein gutes Material auszuprobieren. Die Frage ist aber, was ist gut? Weil jetzt werden einige von euch natürlich sagen, oh, jetzt sagt er das wieder nur, weil er für seine eigenen Materialien Werbung machen möchte. Nee, sage ich nicht, aber ich sage euch, es gibt viele gute Materialien am Markt. Es gibt auch viele gute Marken, die Materialien entwickeln. Wobei, auch da muss ich sagen, die wenigsten von denen da draußen ja, stehen wirklich im Labor neben den Chemikern und sagen, so und so und so und so soll das aussehen. Auch wenn viele das auch hier bei Social Media oder YouTube immer behaupten, das wird dann halt irgendwo bei einem großen Lieferanten eingekauft, kommt das Aufkleberchen drauf und hier ist mein Gel für euch. Ja, so sieht es leider Gottes bei 90% der Fällen aus, wenn ihr irgendwo ein Gel einkauft. So. Aber wie gesagt, es gibt auch gutes Material. Es gibt aber viel mehr schlechtes Material, Schrottmaterial. Und da wird Material da draußen verkauft, wo ich mir denke, A, ist es weder KVO-konform, spreche ich jetzt alle Mädels an, die jetzt gern mal irgendwas aus Asien bestellen oder vor allen Dingen auch über Amazon bestellen, ja, so, und sich dann auch wundert, warum sie so viele Allergien bekommen und so, ja, falsche Anwendung, schlechtes Material. Und
ihr müsst euch immer eins bewusst sein, wenn ihr wirklich richtig gute Nägel machen wollt, dann braucht ihr immer ein richtig gutes Material. Ja? Es geht nicht anders. Es geht immer um Qualität des Materials, es geht um Leistung des Nageldesigners oder der Nageldesignerin. Ja, und dann der Wissensstand, die Kenntnis und die Vorlage des Naturnagels der Kundin. Das ist so diese Symbiose, die dafür sorgt, dass ihr perfekte, mega geile Nägel macht. Wenn da ein Punkt aus dem Gleichgewicht kommt, dann werden die Nägel einfach nicht so, wie sie sein sollen. Ja? Anderes Beispiel. Ja? Ihr macht zum Beispiel eine Raffaello-Torte. Kennt ihr Raffaello, diese kleinen weißen Kugeln? Ich will da jetzt keine Werbung dafür machen, aber ihr macht jetzt eine Raffaello-Torte. So. Und in diese Raffaello-Torte kommen Raffaello-Kugeln rein. So, jetzt sagt ihr, Mensch, ich habe keine Raffaello-Kugeln mehr, aber ich habe irgendwie ein XY-Produkt aus dem Discounter, Cocos Beach Kugeln. Ist ja sowas wie Raffaello Kugeln, mache ich das rein. So, und der Kuchen schmeckt dann nachher aber nicht so, wie er eigentlich schmecken sollte. Oder wird am Ende des Tages vielleicht gar nicht so, wie er eigentlich sein sollte. Warum? Weil das Originalprodukt fehlt, was eigentlich für dieses Rezept vorgesehen war. So, und so ein bisschen kann man sich das auch mit dem Nageldesign vorstellen. Ich weiß, dass viele Mädels da draußen, die neu anfangen mit Nägel machen und die auch einen wirklich professionellen Weg einschlagen möchten, oftmals gar nicht diese finanziellen Mittel ja zur Hand haben, da immer das teuerste Material einzukaufen. Ich kann euch aber nur sagen, und das will ich auch sagen, teuer muss nicht immer gut sein. Es muss wirklich ein gutes Material sein in einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich kann euch nur sagen, nehmt vielleicht gerade zum Beispiel bei den Haftvermittlern oder bei den Haftgelen, ja, da ein richtig gutes Material, wenn ihr euch am Anfang nicht mehr leisten könnt. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, man muss natürlich, um ja Geld zu verdienen, auch ein bisschen was investieren. Ja, also ein gutes Modellagegel zum Beispiel ist eigentlich schon eine Grundvoraussetzung. Wenn es da schon scheitert oder hapert, dann ist natürlich die Frage, ist Nageldesign überhaupt das Richtige für euch? Also das sind jetzt nur mal so Gedankenanstöße, die ich euch mitgeben möchte, aber achtet beim Material wirklich darauf, dass ihr ein gutes Material verwendet. Ja? Und jetzt werdet ihr natürlich auch fragen, ja, was ist denn ein gutes Material? Ja? Bitte nicht in irgendwelche Facebook-Gruppen reinschreiben, ja, ich brauche einen guten Haftvermittler, was könnt ihr empfehlen? Da werdet ihr 50.000 Antworten bekommen und da seid ihr genauso schlau wie vorher. Lest im Internet viel, schaut euch die unterschiedlichen Marken an, schaut euch die Internetseiten an, telefoniert vielleicht auch mit den Marken, stellt Fragen, schaut euch an, wie gut ist das Produkt im Onlineshop beschrieben, welche Informationen bekommt ihr über diese einzelnen Produkte, gibt es vielleicht Videos, wo ihr schon mal was erkennen könnt, gibt es vielleicht vergünstigte Preise, um die Produkte mal auszuprobieren, und dann ist es natürlich ein Learning by Doing, ja. Und sicherlich spielen da auch immer so Empfehlungen mit ein, aber verlasst euch nicht nur auf diese Empfehlungen, weil ich kann es mittlerweile bei Social Media nicht mehr lesen und nicht mehr hören, diese Tausenden von Empfehlungen, ja, wo jeder immer sein Produkt hypen will, und da sind natürlich auch ganz viele Mädels dabei, die kriegen dann Kohle dafür, dass sie das da reinschreiben, ja, und ihr kauft am Ende des Tages mit dem wenigen Budget, was ihr habt, Zeug, was ihr vielleicht gar nicht braucht oder was für euch nicht das Richtige ist. Also fragt da, seid kritisch, hinterfragt, um wirklich das Produkt zu finden, was für euch das Optimalste ist, und lasst so die Pfoten weg von diesen Dumpingprodukten. Ich weiß, das ist verlockend, gerade wenn man auch so ein Farbgel kriegt für 4 Euro oder für 3 Euro oder für 2 Euro oder was ich alles schon gesehen habe. Lasst es. Lasst es einfach. Das gleiche gilt auch für Modellagegele und Haftgele. Ja? Und jetzt werden natürlich viele drunter schreiben, ja, aber ich habe auch so ein billiges Material, da komme ich unglaublich gut damit zurecht. Bitte, ja. Aber dann ist dieses Video auch das Falsche für euch, weil ich spreche jetzt hier
die Mädels und Jungs an, die eben Haftungsprobleme haben, die eben einfach ja Herausforderungen haben und leider Gottes ihre Nägel nicht zum Halten bekommen. Darum ging es ja. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was weiterhelfen. Ich bitte euch, schaut euch nochmal in den ganzen Videos auf meinem Kanal um. Ich habe noch so viele unterschiedliche Videos, wo es um Haftungsprobleme geht, bei Naturnagelverstärkungen, warum platzen Gelnägel ab und so weiter und so fort. Die sind alle in meinem YouTube-Kanal. Stöbert euch da ein bisschen durch, macht euch ein Weinchen auf ein Prosecco und dann schaut da einfach mal das eine oder andere Video an, was euch anspricht. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann dürft ihr jederzeit gerne ja über E-Mail schreiben. Ihr dürft auch gerne bei uns in die Facebook-Gruppe schauen, Profi-Tipps für Nail-Stylisten, und ihr dürft natürlich auch gerne bei mir im Onlineshop vorbeischauen, vetonails.de, und findet da vielleicht das eine oder andere Produkt, was euch im Studioalltag begeistert und was euch zu einem professionelleren oder zu einer professionelleren Nageldesignerin macht. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Euer Frank. Tschüss.